bin deswegen aufgeregt, weil ich normalerweise mal weiß, was mich erwartet. Im Rundkurs weißt du, welche Kurven kommen, da weißt du, was passiert, da weißt du in etwa, wie du dich fühlst. Jetzt weiß ich es nicht und ich habe ein bisschen Angst, dass er tatsächlich versuchen will, seine schnellste Zeit mit mir zu fahren. I have only one target, just make her scream as much as I can. Try that, but it's maybe too big, the show is too big. That's okay. I just hope that you make no accident. No. That's just the only one. No, tolle Erfahrung. Ich hatte in kurzer Zeit so ein bisschen an mir selbst gezweifelt, weil ich nicht geschrien habe, was er erwartet hatte, weil ich auch keine Angst hatte. Ich habe echt die ganze Zeit gedacht, okay, wann kommt die Angst, wann kommt die Angst? Aber irgendwie hat dieses Gefühl einfach war viel stärker, dass du gedacht hast, oh cool, das macht ja richtig Spaß. Also ich bin immer nur erschrocken, wie nah die Leute dann also an der Strecke standen und Fotos gemacht haben. Das würde ich mich nicht trauen. Also bin ich lieber im Auto. Und du darfst nicht drüber nachdenken, dass er einen Fehler machen könnte. Aber Vertrauen, was die Jungs da im Auto leisten, das ist schon Hut ab. Also ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass wir mal tauschen können. Ich glaube, das traut er sich nicht.